Autos, Autos und nochmal Autos. In Merzenich bei Düren muss sich Josef von seinem Lebenswerk verabschieden. An seiner Seite Partnerin Rosa und Trödelprofi Otto. Mahlzeit. Oh. Bin ich hier richtig? Ja. Otto, hi. Otto, ich bin Josef. Hallo Josef. Ja. Also worum geht's denn hier? Ist das die Gaststätte, worum es geht? Oder das ist die Gaststätte einmal. Dann, das war deine, ja? Das war meine, ja. Gehört das Haus auch dir? Auch mir, komplett. Okay. Und nebenan ist eine Kfz-Werkstatt, ja, ein ehemaliger Bauernhof, wo ich von 8 Jahren als Kind aufgewachsen bin. Ui. Mit Pferden ins Feld, mit 9, 10 Jahren mit dem Traktor ins Feld, ohne Führerschein. Schön, schön. Ja, der Bauernhof, den habe ich damals ersteigern können. Und ich hätte nie im Leben daran gedacht, dass ich, wo ich damals mit Pferden und die Kühe gemolken habe, die Schweineställe sauber gemacht habe, dass das mal mein eigen war. Aber so ist halt das Leben. Und jetzt habe ich mich aber entschlossen, hat Klick gemacht, es muss alles mal weg. Mit dem Verkauf ist Josef vom Besitzer zum Mieter geworden. Und das kostet. Ich bezahle ja seit März jeden Monat 2.000 Euro Miete. Ach du mein, du zahlst 2.000 Euro hierfür noch an Miete? Ja. Arbeit voll bezahlt. Und vor allem für alle Leute. Was? Okay. Und das soll alles geräumt werden? Das soll alles geräumt werden. Du machst mir Angst. Ja, das kriegt man auch, glaube ich. Wann musst du denn hier raus sein? Ich sollte schon vor 2 Jahren, wie meine Frau noch lebte. Okay. Die ist ja verstorben. Mit Bauchspeicheldrüsenkrebs. Oh, es tut mir leid. Und die Rosa, wie gesagt, die kannte ich vor meiner Frau. Deshalb habe ich auch kein schlechtes Gewissen, dass diese Frau nach 25 Jahren von Spanien dann zu mir gekommen ist und hilft mir bei allem weit über alles weg. Ich bin mittlerweile 73 Jahre. Und die Rosa, die ist zu mir gekommen und sagt, Schatz, ich liebe dich über alles, aber ich bleibe nichts hier, wenn du immer weiter arbeitest. Ich habe schon innerlich irgendwo damit abgeschlossen, dass es so im Leben nicht immer weitergehen kann. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Aber das habe ich damals meiner Frau auch versprochen, aber nie gehalten. Aber sie hat mir auf dem Sterbebett gesagt, bei der nächsten Frau, denk dran. Sonst hat die dieselbe Mist wie ich, dass wir zu wenig voneinander hatten. Ich merke schon, du hängst da ja, richtig dran an den Sachen. Es ist auch schwer, da loszulassen, aber ich muss. Rosa hat einfach gesagt, Schatz, das Leben ist nur noch so ein kleines Stück. Ja. Du bist 73, sie ist einige Jahre jünger. Und wie gesagt, ich habe es in Spanien kennengelernt, habe einen alten Mercedes von gekauft. Weil mein Herz zu Autos hängt. Ich finde die beiden ja echt super. Der Josef ist so ein ganz lockerer Typ und glaube auch ganz herzensgut. Ich bin mal gespannt, was da jetzt noch auf mich zukommt. Wie sieht es finanziell aus? Was soll hierbei rumspringen, wenn alles verkauft wird? Hast du da eine Idee? Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Sag mal aus dem Bauch raus. Ich sag einfach mal, du wirst jetzt sagen, Josef, du spinnst. Ich sage einfach mal 30.000, 40.000 Euro, die mir, sage ich mal, von den ganzen Ersatzteilen hinten alles viel wert ist. Ich weiß nicht, was der Josef da gesammelt hat, aber 2.400 Quadratmeter Fläche haben wir jetzt hier. Und da kann natürlich einiges Gutes drauf stehen. Und dann sollte die Summe vielleicht kein Problem sein. Aber wenn da nur Schrott steht, dann wird es echt schwer. Noch hat Otto keine Ahnung, welche Herausforderung ihn erwartet. So, das ist so. Der Hof, ja? Das ist der Hof. Oha! So. Ja. Eieieiei. Das muss alles so weg. Viel versprochen. Alles weg, ja. Ach, alles meine weg. Güte. Ja. Ich weiß echt gerade gar nicht, ob ich jetzt lachen oder weinen soll. Also hier gibt es ja alles. Zwischen Müllhaufen, Schrotthaufen und noch verwertbaren Sachen. Das wird nicht einfach. Das ist ja ein Riesenhof. Ich habe noch nicht alles gesehen, aber der erste Blick, der hat so Respekt. Eigentlich ist Kfz-Meister Josef schon lange im Rentenalter. Die Werkstatt ist auch noch angemeldet. Ich bin immer noch am Schrauben bis Ende des Jahres. Ach, hör auf. Ja, es ist so. Halt, das ist das Schlimme, ich kann keinem Nein sagen.
jetzt, ich sage so, morgen, ich nehme keine Autos mehr an, aber dann kommt, sage ich mal, egal, Mann oder Frau, kannst du mir gerade mal nachgucken, das Auto springt nicht an oder was, dann kann ich nicht Nein sagen. Aber jetzt habe ich, es muss sein, dass ich jetzt mal Nein sage, dass ich hier mit dem Aufräumen, mit dem Trödeltrupp das zusammenschaffe, dass alles mal wegkommt. Das sind die alten Schäden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie viele Autos sind denn das hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Aber sind die denn alle noch fahrbereit, oder? Ja, der hat auch noch TÜV. Dieser Peugeot da nicht, der ist aber, glaube ich, schon zwei Besitzer. Ja. Aber normal schon ein Oldtimer. Der Seat da, der hat vorne mal einen Unfall, aber der läuft. Das heißt, du hast die Autos nicht nur repariert, sondern du hast auch mit den Autos gehandelt? Ja, richtig. Verkauf. Okay. Dann hast du die als kaputt angekauft wahrscheinlich, repariert? Ja, oder wo Reparaturen dran waren. Ne? Was würde so ein Auto jetzt bei dir kosten? Den hatte ich im Internet stehen, oder habe ihn im Internet stehen, ich glaube für 3,5 oder was. Aber ich denke mal, wenn der zwei dafür, der hat TÜV und alles, ja, ewig nichts dran gemacht, ich weiß. Der sportliche Mazda MX-5 ist 23 Jahre alt und hat schon den ein oder anderen Regenguss hinter sich. Fenster auf. Ja. Der Heber. Ist er schön nass geworden von innen? Jawohl. Ja. Nass ist er von innen auch. Da kriegst du keine 3,5 mehr für. Ich werde oder kann ihn ja auch noch was aufbereiten. Ich glaube, hier links war der Fensterheber defekt, das weiß ich. So, wenn man hinterher, sag ich mal, vielleicht 1800 dafür kriegt oder was. Aber okay, das wird ganz anders. Verschenken kann man nicht. Nein, verschenken sollst du das ja auch nicht. Ne? Nur das muss einigermaßen auch passen. Preis-Leistungs-Verhältnis. Genau, richtig. Ja. Ja, der Josef würde lieber gerne an dem Auto noch ein bisschen rumschrauben, anstatt mit dem Preis ein bisschen runterzugehen. Aber wir haben die Zeit ja nicht dafür. Ich meine, das ist ja eine riesengroße Fläche. Und die 30, 40 Jahre, die er hier gebraucht hat, um das vollzustellen, die haben wir ja nicht Zeit, um das wieder leer zu bekommen. Nicht nur Rosa und die Miete drängen. Ist der Hof in 4 Wochen nicht leer, droht eine Geldstrafe. Aber du hast unheimlich viel auch Müll hier. Ich weiß. Warum hast du das nicht entsorgt mal zwischendurch? Weil ich immer nur am Arbeiten bin und halt wirklich, also von morgens bis abends. Wenn ein Auto machen, ist alles leer, ist wie so glücklich. Machst du einen Flamenco-Tanz? Ja, ich tanze im Flamenco und alles. Der ist ja geil hier. Ja. Einen Opel Kadett 10. Wie geil ist das denn? Da ist ja sogar noch ein selbstgestrickter Klorollen. Ja, gut. Also Oldtimer, ne? Der ist so komplett restauriert worden. Da habe ich also eine Historie von mit Bildern. Ja. Vom Opel Kadett C wurden Mitte bis Ende der 70er Jahre fast 2 Millionen Stück produziert. Jetzt steht er wieder da, weil ich halt hinten wieder am Schrauben bin und verlassen. So gehört es sich normal nicht, der müsste man sofort wieder fertig machen und trocken stehen. Das ist, wollte ich gerade sagen, das ist schade, dass der hier im Nassen steht draußen. Ne? Ja. Wurde der geschweißt? Wurde geschweißt. Also ist aber komplett gemacht worden. Ne? Komplett gemacht worden. Ja, ja. Läuft er denn noch? Ich probiere mal. Mach mal, versuch mal zu starten. Nämlich mal, sonst muss ich Startergerät holen. Ah? Oh, es ist auf jeden Fall Leben drin. Ja, lass ruhig, alles gut. Er läuft, ja. Ja, das ist doch schon mal ein schönes Teilchen hier. Und, wie liegt der so bei dir in der Preisklasse? Da ist auch so eine Frage. Der eine würde sagen, so 7.000 Euro, weil die Historie, die Bilder, alles existiert davon. Auf der einen Seite sage ich mal, er muss TÜV gemacht werden. Mhm. Ich denke mal, dass man dann aber das 5.000 dann ein angemessener Preis wäre. Mhm. Das ist natürlich echt ein super Auto, der Kadett. Ich weiß nicht, wie er von unten aussieht. Wenn da noch alles Taco ist, dann könnten wir theoretisch die 5.000 Euro erreichen, die der Josef dafür gerne haben möchte. Das klingt durchaus vielversprechend. Aber Otto kennt auch die Hürden. Also wenn man ganz, ganz, ganz viel Zeit hat, dann kann man natürlich vielleicht sogar seine Wunschsumme erreichen von 30.000 bis 40.000 Euro, wenn man jedes Teil verkauft. Wir haben nur die Zeit nicht. Und man darf auch nicht vergessen, der Josef zahlt hier 2.000 Euro Miete pro Monat. Wenn man das hochrechnet auf ein Jahr, dann ist man schon bei 24.000 Euro.
Und so lange wird das normalerweise an Zeit dauern, bis man die Sachen einzeln verkauft kriegt an Liebhaber. Und das steht eben kein Verhältnis. Die nächste Station ist ein ehemaliger Imbiss. Hier lagert Josef seit Jahren alles Mögliche. So, was haben wir denn hier? Ja, hier haben wir noch ein paar Motorroller. Ui! Ein Vespa. Schöner vom FC. Eine Herkules. Erstzulassung der R50 war 1963. Heute handelt man das Moped für 1.000 bis 2.000 Euro. Da muss ich gucken, ob ich da die Papiere von habe. Das ist ja schick. Da liegt, glaube ich, irgendwo was. Guck mal hier. Das sind die Papiere. Ja. Mensch. Du kennst dich besser aus in meinem Laden wie ich. Das ist natürlich geil. Ja. Du hast Papiere über alles. Das ist ja ein richtig schönes Teil. Ja. Was willst du denn dafür haben? Ich weiß nicht, Otto, da verlasse ich mich auf dich. Na, sag doch mal. Wenn ich sage einfach, ich denke mal 500 Euro, wirst du sagen, du bist bekloppt. Kann aber auch sein, dass du 1500 dafür kriegst. Ich weiß es nicht, da wollte ich dann... Aber 500 wärst du mit zufrieden? Ja. Okay. Die Herkules ist ja top restauriert, die ist nur ein bisschen eingestaubt. Wenn die jetzt noch läuft, dann kriegen wir gutes Geld für schätze ich mal so 4.500 Euro werden wir dann mindestens für kriegen, für alle drei. Zurück zur Gaststätte. Bier und Schnaps sind hier aber schon lange nicht mehr im Angebot. Die Gaststätte, habt ihr die selber eigentlich auch betrieben hier? Nein, die habe ich zwar komplett neu renoviert, die Gaststätte damals. Aber da wurde meine Frau ja krank, wo das angefangen hat, okay, mit ihrer Krankheit. Und habe die dann nur hinterher dann am Wochenende vermietet hier, wenn einer jetzt hier Geburtstag hatte oder so. Für so Partys oder ja, sowas? Ja, genau. Josefs große Autoliebe ist allgegenwärtig, auch in seinen Sammlungen. Und das Zeug, was du hier hast, das hast du hier das gesammelt? Die ganzen oder? Modellautos, wie gesagt, mein Herz hing ja immer an den ganzen Autos. Und da habe ich natürlich dann immer diese Autos auch gekauft, ob das bei Renault war oder um Trödelmärkte oder, ne? Also ich weiß ein ganzes Vermögen, was da drin ist, aber was bringt uns ja nichts, ne? Sowas ist aber ganz gut, das kann man am Flohmarkt ganz gut verkaufen. Ja, sind noch zwei Kartons davon da, ne? Ja, mit den Modellautos kann man ein bisschen Geld machen. Auch für so zwei, drei Kartons könnte man schon so 500 Euro kriegen. Das ist echt viel, was du da angesammelt hast, ne? Deshalb ist für mich die Frage, was ist für euch wichtig? Sollen wir Autos verkaufen und Geld machen? Weil Schrott kannst du ja theoretisch selber entsorgen. Ja. Ja, das ist dann auch in meinem Sinne, weil in der kurzen Zeit, was wir jetzt wegkriegen, ist weg. Ist weg. Und dann okay, halte ich mich anschließend gut nächste Woche sofort selber. Dann werde ich jetzt mal gucken, was ich erreichen kann. Und euch würde ich bitten, bis morgen noch ein paar Helfer zu organisieren, wenn du es schaffst. Ja. Das sind ja alles Sachen, das sprengt ihm fast den Boden. Das schafft man ja nicht. Also deshalb war jetzt ganz wichtig abzuklären, was braucht der Josef, was ist ihm wichtig und was nicht. Okay. Ciao, bis morgen. Otto, tschüss. Danke.